Enthaltung ist nicht der Fall. Und damit ist einstimmig so überwiesen. Und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 4. Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache Nummer 5028. Mehr Chancengleichheit durch verlässliche Gewährung von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen. Ich eröffne die Aussprache und erteile der antragstellenden Fraktion und damit Frau Pieper das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Schülerinnen, Schüler, Eltern und Kollegen. Worum geht es uns in diesem Antrag? Es geht, wie im Titel steht, um die Chancengleichheit an unseren Schulen und um die Frage gelingender Bildungsbiografien für viele Kinder und Jugendliche. Denn wie wir wissen, Frau Lörmann, wollen wir ja kein Kind zurücklassen. Es geht um Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen, also um Kinder und Jugendliche, die ansonsten ganz normal begabt sind, Leistungsdefizite in begrenzten Teilbereichen haben. Am bekanntesten ist die Lese-Rechtschreibschwäche. Es kann aber beispielsweise auch das Rechnen oder das Sprechen betreffen. Neben möglichst früher spezieller Förderung brauchen die Betroffenen auch Nachteilsausgleiche. Hierzu sind die Leistungsanforderungen, die Unterricht- und Prüfungsstellen so anzupassen, dass sie von den Betroffenen auch bewältigt werden können. Dazu können zum Beispiel Bearbeitungszeiten verlängert werden, angepasste Aufgaben gestellt werden oder, das kenne ich halt von Klausuren, dass man Aufgaben nacheinander gibt und nicht so einen Aufgabenzettel, der bei Schülern, die Prüfungsängste haben, dazu führt, dass sie gar nicht erst anfangen, so eine Aufgabe anzugehen. Von Teilleistungsschwächen ist eine relativ große Gruppe von Kindern betroffen. Die Süddeutsche Zeitung berichtete am 13.02. in einem Artikel über Dyskalkulie, also der Rechenschwäche bei Schülerinnen und Schülern. Dort wird der Anteil der betroffenen Kinder in den Grundschulen auf ca. 5% geschätzt. Dort wird auch Christine, ich werde den Namen jetzt falsch aussprechen, Schüglien vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie wie folgt zitiert, mit Verlaub, Herr Präsident: Es muss endlich verbindlich festgelegt werden, welche Form von Nachteilsausgleich es für Schüler mit Dyskalkulie gibt. Das gilt aber längst nicht nur für Kinder mit Rechenschwäche, sondern auch für andere Teilleistungsschwächen. Es gibt zahlreiche Problemlagen, die bei Kindern und Jugendlichen mit unverminderter kognitiver Leistungsfähigkeit zu Lernproblemen führen. Das können zum Beispiel Nebenwirkungen von wichtigen Medikamenten sein, die Folgen einer epileptischen Erkrankung, aber auch andere Beeinträchtigungen, die zu Erschwernissen und Nachteilen im Lernprozess führen. Wie wird im Moment in NRW ein Nachteilsausgleich gewährt? Aktuell gibt es nur für Lese-Rechtschreibschwäche und Legasthenie einen Erlass. Für andere Teilleistungsschwächen gibt es keine eigene Regelung, auf die sich die Betroffenen berufen können. Nur die allgemeine Formel, ich zitiere: Soweit es die Behinderung oder der sonderpädagogische Förderbedarf einer Schülerin oder eines Schülers erfordert, kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten angemessen verlängern und sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren zulassen. Aber nicht alle Teilleistungsschwächen resultieren aus einer Behinderung oder begründen einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Hier sind neben der Rechenschwäche auch ADHS oder Beeinträchtigungen durch Nebenwirkungen von Medikamenten zu nennen. Und es geht längst nicht nur um Prüfungssituationen und Prüfungsverfahren. Ein Nachteilsausgleich muss auch für andere Lernsituationen auf den Prüfstand. Diese Problematik wird sich mittelfristig verschärfen, wenn das AOSF die offizielle Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs zunehmend an Bedeutung verliert. Im Moment ist festgestellter sonderpädagogischer Förderbedarf mit der Möglichkeit auf Nachteilsausgleich verbunden. Wenn dieses Instrument immer weniger eingesetzt wird, entwickelt sich eine Schülergruppe, für die es hier Rechtssicherheit geben muss. In der Praxis kommt es bei der Gewährung von Nachteilsausgleichen häufig zu Konflikten. Eltern fühlen sich nicht verstanden und sind orientierungslos. Aber auch Lehrer sind oft nicht in der Situation, gezielt Hilfe zu leisten, weil ihnen häufig die Kenntnis fehlt. Betroffene berichten uns, dass an Schulen nicht immer ausreichend Kenntnis ist zur Teilnahme Teilleistungsschwächen und den Möglichkeiten der Gewährung. Dann müssen Eltern gegenüber Lehrern und Schulleitungen um Anerkennung der Teilleistungsschwäche ihrer Kinder werben, in Einzelfällen dann sogar betteln. Wir wollen, dass sich der Landtag und die Landesregierung mit der Problematik auseinandersetzt. Wir möchten Betroffene und Fachleute dazu anhören und Maßnahmen finden, die die Situation der Betroffenen verbessert.
Wir brauchen eine Regelung für die Gewährung von Nachteilsausgleich, die den Betroffenen mehr Rechtssicherheit gibt. Wir brauchen neben den Bemühungen um individuelle Förderung auch wirksame Nachteilsausgleiche, um Kindern und Jugendlichen mit besonderen Problemen für ihren schulischen Erfolg zu unterstützen. Wir möchten gerne mit allen Fraktionen gemeinsam darüber diskutieren und gemeinsam eine Lösung finden und hoffen auf eine konstruktive Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Pieper. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Frau Kollegin Spanier-Oppermann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne. Kein Kind zurücklassen und einem jeden die besten Bildungschancen ermöglichen. Das ist ein Grundsatz unserer Politik in Nordrhein-Westfalen. In der vergangenen Woche war ich zu Gast bei einer Familie in meinem Betreuungswahlkreis, die diesen Grundsatz zum Anlass nahm, mit mir über ihre 9-jährige Tochter zu sprechen, bei der sowohl ADS als auch Dyskalkulie diagnostiziert wurde. Vor Ort konnte ich mir einen Einblick verschaffen und auch von Betroffenen erklären lassen, welche verschiedenen Formen von Teilleistungsschwächen und deren Folgen es gibt. ADS oder ADHS, LRS sowie Dyskalkulie sind keine Nischenerscheinungen, sondern mittlerweile in fast allen Schulen Thema. Das liegt jedoch nicht daran, dass plötzlich immer mehr Menschen an diesen Symptomen erkranken, sondern auch daran, dass sich in den letzten Jahren die Diagnosemöglichkeiten deutlich verbessert haben. Die typischen Anzeichen werden nicht mehr wie früher als einfaches Zappel-Philipp-Syndrom abgetan, sondern professionell als Erkrankungsbild erkannt und behandelt. Viele Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und vor allem die Kinder sind aber nach wie vor mit den Auswirkungen überfordert und konnten und können die Erkrankung oft weder einordnen noch damit umgehen. Mit zunehmender förderpädagogischer Kompetenz an allen Schulen des Landes dürften sich die Fördermöglichkeiten für Kinder jedoch zukünftig noch verbessern. Die Erkenntnisse der letzten Jahre und auch mein Besuch der betroffenen Familie hat mir deutlich gezeigt, wie unterschiedlich die Formen der Erkrankung auf die Kinder wirken. Die Geschichte ihrer kleinen Tochter zeigte mir, wie sehr die ganze Familie unter den Folgeerscheinungen leidet und dabei versucht, ihrem Kind das Beste zu ermöglichen. Die psychischen Folgen, die oftmals entstehen, weil die Kinder den Leistungsanforderungen nicht gerecht werden können, belasten die Entwicklung der Betroffenen schwer. Ob einzeln auftretend oder in Kombination, sind ADS, ADHS, LRS oder Dyskalkulie sehr verschieden in ihrer Auswirkung auf das Verhalten und die Lernfähigkeit der Kinder. Aber leider wird der Begriff der Teilleistungsstörung in Ihrem Antrag, liebe Kollegen von den Piraten, etwas unscharf gefasst. Für Sie zählen ja sowohl die oben genannten Erkrankungen als auch die chronischen Krankheiten, plus solche, die aufgrund von Nebenwirkungen durch die Einnahme von Medikamenten entstehen, dazu. Und gerade diese undifferenzierte Betrachtung macht doch besonders deutlich, dass jeder Fall einzigartig ist und auch so behandelt werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Möglichkeit von Nachteilsausgleichen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsschwächen ist ein wichtiger Bestandteil einer individuell fördernden Schule, um gleiche Bildungschancen zu gewähren und eben kein Kind zurückzulassen. Anders als es Ihr Antrag formuliert, fehlt es in Nordrhein-Westfalen meines Erachtens nicht an Rechtsklarheit. In den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Schulformen, in denen die Abschlüsse vergeben werden, sind Regelungen zum Nachteilsausgleich beschrieben. Diese gelten schulform- und schulstufenübergreifend für die gesamte Bildungslaufbahn. So entscheidet während der Schullaufbahn die jeweilige Schule über die Gewährung und Form eines Nachteilsausgleiches, und zwar in enger Abstimmung mit den Eltern. Dieses Vorgehen ist auch unerlässlich,
da nur über einen intensiven Austausch zwischen Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und den Schülerinnen und Schülern eine optimale individuelle Förderung stattfinden kann. Das Lehrerausbildungsgesetz und die Lehramtszugangsverordnung von 2009 sehen für alle Lehramtsstudiengänge entsprechende Lernmodule vor. Ebenfalls werden die Lehramtsanwärterinnen und Anwärter in ihrem Vorbereitungsdienst und seit 2011 auf der Grundlage eines neuen Kerncurriculums vorbereitet. Daher ist das hier bemängelte Fehlen solcher Inhalte in der Ausbildung des Lehrerpersonals nicht nachvollziehbar. Das Fachpersonal in den Schulen und den zuständigen Behörden kann aufgrund der vorhandenen Rechtslage, Ausbildung und Informationen eine individuelle Förderung für Kinder herstellen. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Pieper? Ja, gerne. Ja? Ja. Dankeschön. Bitte schön, Frau Pieper. Frau Pieper. Dankeschön, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wenn Sie sagen, es ist alles prima und die Schulen würden ausreichend Nachteilsausgleiche gewähren, wie erklären Sie sich dann, dass Eltern zum Teil vor Gericht gehen, um das durchsetzen zu können an der Schule? Fakt ist doch, dass die Schulen das unterschiedlich handhaben, dass es Schulen gibt, die da sehr großzügig sind und Schulen, die das überhaupt nicht gewähren. Und da kann man ja nicht von Chancengleichheit sprechen. Frau Pieper, ich habe das gerade versucht deutlich zu machen. Ich glaube einfach, ich habe es selber ja in diesem konkreten Fall, den ich gerade angesprochen habe, festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass es so unterschiedlich gehandhabt wird, dass ja Schulleitungen oftmals über manche Dinge nicht so informiert sind, wie wir uns das jetzt vielleicht beide auch wünschen. Insofern haben Sie die Zwischenfrage jetzt vor meinem letzten Satz leider gestellt. Meine Antwort wäre, wenn wir uns im Ausschuss weiter auch darüber unterhalten, dass wir gerade was die Informationsbereitstellung all dieser Dinge, was ist möglich, denn wir haben es ja alles vorliegen, die Schulen können das ja alles machen, dass wir da bestimmt noch einmal zusammenkommen und gegebenenfalls auch da über Änderungen der Informationsbereitstellung sprechen. Und insofern wäre das auch mein letzter Satz gewesen. Ich freue mich also auf die Diskussionen im Ausschuss, die sicher sehr wichtig sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Spanier-Oppermann. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Frau Birkan. Herr Präsident, verehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste auf der Zuschauertribüne. Wenn wir uns unterhalten würden, was sind die Aufgaben von Schule, kämen ganz unterschiedliche Dinge. Auseinandersetzung mit Bildungsinhalten, Sprachkompetenz, Fremdsprachenkenntnisse, kulturelle Bildung, Sozialkompetenz, Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, eine Fülle von Möglichkeiten, die Sie mir nennen würden. Und ich möchte fast wetten, eine Aufgabe ist uns gar nicht so vertraut. Schule hat die Aufgabe, in einer demokratischen Leistungsgesellschaft Berechtigungen zu vergeben. Berechtigungen für weitere Wege, Ausbildungswege, Zulassungen zu Hochschulen, für weitere Studiengänge. Das ist eine Aufgabe, die Schule im gesellschaftlichen Auftrag auch gestellt ist. Und diese Berechtigungen müssen mit einem Höchstmaß an Gerechtigkeit auf den Weg gebracht werden. Deswegen gibt es ganz klar umrissene Aufgabenprofile, deswegen gibt es Notendefinitionen, deswegen gibt es Durchführungsbestimmungen und Verordnungen. Das ist etwas, was man versucht, durch einen Rechtsrahmen mit Gerechtigkeit und mit dieser Aufgabenbewältigung auch zu schaffen. Gerechtigkeit durch Klarheit. Das haben wir im Schulalltag soweit durchaus im Griff. Aber bei der Chancengerechtigkeit sind wir noch nicht so weit. Da fehlt uns in manchem noch die Klarheit, wirklich an Chancengerechtigkeit herbeizuführen. Und wir haben das eigentlich im Bereich der Legasthenie über Jahre so entwickelt, dass man sagt, da gibt es diagnostische Verfahren, da gibt es Möglichkeiten der Förderung, der Erleichterung
und letztlich auch für die Prüfungsverfahren ganz fest umrissene Möglichkeiten, wie dieser Nachteilsausgleich gestaltet werden kann. In dem Bereich hat man wirklich über Jahre hin einen Rahmen geschaffen, von dem man sagen kann, hier wurde versucht, auch bis zu den Prüfungen oder zur Prüfungssituation hin eine Klarheit durch feste Vorgaben zu geben. Aber es gibt noch weitere Teilleistungsschwächen, es gibt noch weitere Schwächen, die ausgeglichen werden müssen. Und da sind wir eigentlich noch nicht so weit. Schauen Sie nur einmal, wie wir es sehen, im Hinblick auf Prüfungen, im Hinblick auf Ausgleich während des Unterrichts, auf Dyskalkulie, auf Konzentrationsmöglichkeiten, auf ADH-Syndrom. Da sind ganz unterschiedliche Definitionen, Testverfahren. Da muss man wirklich überlegen, muss es der sonderpädagogische Förderbedarf sein? Gibt es dazwischen auch Möglichkeiten? Und da ist es oft abhängig, welcher Nachteilsausgleich gewährt wird, wie Eltern sich letztlich durchsetzen können, wie entgegenkommend Schulleitungen sind. Und wir gehen davon aus, dass eigentlich eine richtige Rechtssicherheit, eine verlässliche Rechtssicherheit noch nicht überall gegeben ist. Der große Vorzug dieses Antrags oder der Antragstellenden Fraktion ist, dass sie den Fokus auf diesen Problembereich legt. Wir haben durch die Diskussion im Ausschuss wirklich die Chance, eine Bestandsaufnahme zu machen, um deutlich zu sehen, wie können die einzelnen Bereiche abgegrenzt werden, definiert werden, wie können wir während des Unterrichts die Nachteilsausgleiche herbeiführen, verlässlich herbeiführen und welche Möglichkeiten haben wir für den Prüfungszusammenhang. Ich glaube, die Auseinandersetzung ist außerordentlich lohnend, denn wir werden hier die Chance haben, Gerechtigkeit auch bei der Chancengerechtigkeit in erhöhtem Maße herstellen zu können. Deswegen freue ich mich auf die fachliche Auseinandersetzung im Ausschuss, denn da gibt es die Möglichkeit, über politisches Geplänkel hinaus etwas für Menschen zu bewirken. Und das ist etwas, was die Arbeit dann auch wieder erfreulich macht. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Birkhahn. Und nun spricht für die Grüne Fraktion Frau Kollegin Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Birkhahn, genau da will ich anschließen, weil ich in der Tat den Antrag für wichtig erachte, gerade auf dem Prozess auch der Inklusion, in dem wir uns befinden. Denn das müssen wir da jetzt miteinander verweben. Das ist genau die Ausgangslage. Ich habe das in vielen Petitionen auch begleitet, dass die Einzelfälle betrachtet werden und Eltern eben da stehen mit den Schulleitungen, mit der Schulaufsicht gemeinsam darüber diskutieren und ringen. Muss dann jetzt ein Nachteilsausgleich gewährt werden? Ja und nein. In welcher Form sollte das eigentlich passieren? Und diese Einzelfälle, die müssen wir zurückführen, damit das verlässliche Dinge sind für alle Beteiligten. Für die Schule eine Sicherheit da ist, aber natürlich auch für die Eltern, die nicht in jedem Einzelfall das für sich erkämpfen müssen. Ich habe das jetzt noch mal sehr eindrucksvoll erlebt bei einem Besuch in Zülpich in der letzten Woche, wo mir dargestellt worden ist in der Förderschule Kompetenzzentrum dort vor Ort, wie eine gemeinsame Bildungskette erschlossen worden ist. In der Arbeit, die dort getan worden ist, in der Vernetzung mit allen Institutionen, das ging bei der Kita los, in die Grundschule hinein, in die Sekundarstufe hinein, im Austausch sonderpädagogische Unterstützung mit der Hauptschule, mit der Realschule, mit dem Gymnasium, mit der benachbarten Gesamtschule und dann auch an der Schnittstelle hinein ins Berufsleben und dann eben Kinder und Jugendliche zu begleiten, im Vertrauen mit den Eltern die Informationen auch weiterzugeben, eine Dokumentationskette zu haben, wo der Datenschutz gewährt ist, aber wo auch immer ein Blick auf die Stärken des Kindes und auf die Unterstützungsbedarfe gegeben ist. Und ein solches Klima des Vertrauens herzustellen und dann drauf zu gucken, was braucht das einzelne Kind und der einzelne Jugendliche, ist auch in der Frage der Nachteilsausgleiche ganz, ganz wichtig. Und es darf eben nicht so sein, wie das bei unserem geschätzten Nachbar der Fall gewesen ist. Und da ist eben zum Beispiel in der Frage LRS, Lese- und Rechtschreibeförderung, ist nicht immer ein AOSF-Bedarf da. Der Vater war Rechtsanwalt, Professor im Jurabereich. Der hat einfach die schriftlichen Arbeiten von seiner Sekretärin, seines Sohnes, abtippen lassen. Und der sagte, ich bin so hochgradig eingeschränkt LRS, wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte, hätte ich mein Abitur und mein Jurastudium so nicht ablegen können. Aber da müssen wir für Chancengleichheit sorgen und die Unterstützung in der Schule anlegen und dass niemand zu solchen Hilfsmitteln greifen muss, sondern dass das dann in der Schule von Anfang an gewinnend und unterstützend unterlegt wird.
Was mir noch mal sehr wichtig ist, dass im System alle sensibilisiert sind und dass wir auch in der Frage der Diskalkulie, die Kollegin Birkan hat es angesprochen, da sind wir im Diskussionsprozess mit dem Bundesverband auf der einen Seite, mit der KMK auf der anderen Seite. Da gibt es ja auch noch in der Frage der Zuordnung, der Kategorisierung immer noch Unklarheiten. Wie ist das eigentlich zu betrachten? Und wir haben in jedem Feld haben wir eine enorme Spannbreite und es ist nicht so einfach zu sagen. Also den präventiven Ansatz reinzunehmen. Und dann geht es nicht mehr um das ASF und die Frage, wird dadurch etwas ausgeschlossen, sondern die frühe Diagnose anzusetzen, den gemeinsamen Blick auf das Kind, um die Informationen dann zusammenzuführen und die Unterstützung dem Kind zukommen zu lassen. Das ist die Herausforderung, die wir im Inklusionsprozess jetzt gehen müssen. Und deswegen ist es gut, dass wir im Ausschuss darüber diskutieren und dann vielleicht auch die Problemlagen, die Aufgaben, die Chancen, die für alle darin stecken, auch zusammenführen und vor allen Dingen darauf schauen, wo das schon gelingt. Und da gucke ich nach Zülpich, da gucke ich nach Wesel, da gucke ich nach Herford, zu anderen, wo man Lernausgangslagen miteinander anders eingeht. In Zülpich ist übrigens das DIVE-Verfahren ja auch mitentwickelt worden, praktiziert, was viel weniger aufwendig als das ASF ist und zielführend. All diese Dinge können wir da gut nochmal miteinander dann auch diskutieren. Und da setze ich in der Tat auf den Sachzusammenhang und die Sachdiskussion und freue mich darauf, wenn wir für Kinder und Jugendliche gemeinsam etwas bewegen können. Vielen Dank, Frau Kollegin Beer. Und für die FDP-Fraktion ergreift nun das Wort Frau Gebauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie machen es mir jetzt nicht einfach, als Fünfte jetzt hier zu sprechen zu einem Thema, was uns ja alle hier beschäftigt und letztendlich glaube ich, dass wir auch in diesem Bereich, genau wie beim Thema Analphabetismus, auch glaube ich mehr oder weniger alle auf einer Linie uns befinden. Und wenn Sie sich ein wenig mit dem Thema beschäftigt haben, dann sieht man, dass auch der Landtag sich ja in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und die KMK-Beschlüsse ja auch dann oder der Beschluss ja dann auch oftmals hier als Grundlage gedient hat. Und Frau Birkan hat ja nun auch schon einiges zum Thema gesagt, dass eben dass nicht der Eindruck entstehen darf, dass Nachteilsausgleiche ein Allheilmittel sind. Auch darüber muss man sprechen und dass man sie eben nicht inflationär zur Anwendung bringen darf, sondern dass sie dann eben doch gezielt eingesetzt werden müssen, dass es eben gilt, Grundsätze gleicher Leistungsbewertung, dass das ein hohes Gut ist, dass diese auch gewährt sein müssen. Und dass es natürlich letztendlich um die Pädagogen geht, um die Diagnostik und im Anschluss an die Diagnostik eben nachher auch um die individuelle Förderung. Das Schlagwort ja, glaube ich, was wir nicht nur im Rahmen der Inklusion, sondern generell ja nun auch hier in allen Bereichen behandeln. Also ich kann es kurz machen. Ich freue mich auf eine spannende bzw. inhaltsreiche Diskussion im Ausschuss und freue mich, dass die Piraten das Thema aufgegriffen haben. Ich denke, dass es wert ist, sich damit zu befassen und hoffe, dass wir da zu einer guten Lösung für die Beteiligten und Betroffenen kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Gebauer. Und nun spricht die Landesregierung, Frau Ministerin Löhrmann. Herr Präsident, meine Damen und Herren, konstruktive Diskussion, nicht erst im Ausschuss, sondern schon jetzt. Auch das geht beim Thema Schule und das ist ja dann auch immer wieder erfreulich. Auch ich habe durchaus Sympathien für Aspekte des Antrags, denn das Herstellen von Chancengleichheit ist ein zentrales Ziel unserer Bildungspolitik. Wichtig ist, dass alle Schülerinnen und Schüler, die einen Anspruch auf Nachteilsausgleich haben, diesen auch bekommen. Ein Nachteilsausgleich, so auch die Definition der Kultusministerkonferenz, hier gibt es eine einheitliche Verständigung, soll den durch eine Beeinträchtigung entstandenen Nachteil kompensieren. Mittlerweile gibt es auch Gerichtsurteile, die sich dieser Definition anschließen. Ein Nachteilsausgleich ist kein Privileg, aber auch keine Vorteilsnahme, um sich vor schlechten Leistungen zu schützen. Darauf müssen wir achten. Im Antrag der Fraktion der Piraten werden Eltern als Bittsteller bezeichnet, wenn ihr Wunsch auf Nachteilsausgleich für ihr Kind abgelehnt wird.
Dass er abgelehnt wird, heißt jedoch nicht, dass es keine ausreichende gesetzliche Grundlage gibt, sondern dass manchmal bestimmte Kriterien nicht erfüllt werden. Das Thema ist sehr vielschichtig. Man muss sich vor Automatismen und auch vor Schematismus hüten. Das vorrangige Ziel der Schule muss es sein, von einer defizitorientierten Sichtweise wegzukommen und die individuelle Förderung stärker in den Blick zu nehmen. Dies ist Leitmotiv des Schulgesetzes. Meine Damen und Herren, wie bereits angedeutet, der erforderliche rechtliche Regelungsrahmen, Frau Spanier-Oppermann hat darauf hingewiesen, den gibt es. Ich will ihn noch mal kurz skizzieren. Bei Behinderung, und darunter fallen dann auch attestierte Erkrankungen und oder sonderpädagogischer Förderbedarf, gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten der Gestaltung von Nachteilsausgleichen, über die die Schule eine Entscheidung trifft, und zwar in einer guten, konstruktiven Erziehungspartnerschaft von Eltern und Schule. Die Regelungen finden sich in Nordrhein-Westfalen in den einzelnen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen. Nachteilsausgleiche können während der gesamten Bildungslaufbahn ermöglicht werden, von der Primarstufe bis zu den Abschlüssen Sekundarstufe 1 oder 2. Sie beziehen sich auf zielgleiche, normbezogene Abschlüsse und müssen die Leistungsanforderungen beibehalten, sonst wäre ja der angestrebte Abschluss nicht mehr zielgleich. Das hat auch etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Dies gilt auch für den Wunsch, einen Notenschutz zu erhalten. Ein Notenschutz kann nur unter sehr besonderen Umständen und nicht mehr in Abschlusszeugnissen gewährt werden. Auch nach der Lehrerausbildung und Fortbildung wurde gefragt. Diagnose und individuelle Förderung sind Bestandteil der universitären und schulpraktischen Lehrerausbildung, die zuletzt im April 2011 überarbeitet wurde. Individuelle Förderung, pädagogische Hilfe und Prävention sind explizite Bestandteile des erstellten Kerncurriculums und auch der Fortbildung. Meine Damen und Herren, Sie sehen, einen rechtlichen Rahmen gibt es. Dennoch nehme ich den Eindruck der Antragsteller ernst, dass Schulen, Lehrkräften und Betroffenen verstärkt Informationen über Verfahrensformen und Gewährung von Nachteilsausgleichen erhalten sollen. Offenbar haben wir hier ein Vollzugsproblem. Ich setze hier gern an, um Informationen zum Thema noch breiter zu streuen. Ende letzten Jahres wurde eine Arbeitshilfe für Schulleitungen zu Nachteilsausgleich und ZP 10 erstellt. Diese wollen wir im Bildungsportal veröffentlichen, um sie der breiteren Öffentlichkeit, Eltern und Lehrkräften zur Verfügung zu stellen. Das Thema kann auch erneut in Schulleiterdienstbesprechungen behandelt werden. Meine Damen und Herren, wir wollen die Eigenverantwortung jeder Schule stärken, damit Lehrkräfte, Schulleitungen und Eltern ermutigt werden, die entsprechenden Gestaltungsspielräume zu nutzen und berechtigte Nachteilsausgleiche zu gewähren. Dass das stärker ins Bewusstsein rückt, dazu trägt die Debatte heute bei, dazu trägt eine vertiefte Diskussion im Schulausschuss bei, die ich auch finde, dass das Thema es allemal wert ist, ausführlich und konstruktiv im Schulausschuss besprochen zu werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin Lörmann. Und damit sind wir am Ende der Debatte und kommen zur Abstimmung. Auch hier hat der Elsenrat empfohlen, den Antrag zu überweisen, federführend an den Ausschuss für Schul- und Weiterbildung, aber auch an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Abschließende Abstimmung im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung. Wer stimmt dem so zu? Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Ist nicht der Fall und damit ist einstimmig so entschieden und überwiesen. Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5.